Hallo und herzlich willkommen zum EKZ Göb-Magazin. 8 EKZ Göb-Rennen sind es im Gesamten. Nach dem windigen Schwendi und dem stürmischen Witzigkeit berichten wir heute aus Hitnau. Und da war vor allem ein Trumpf, Schlammfahren. Von den ersten Impressionsbildern kommen wir jetzt zu der Kategorie Overall. Da hat sich der Pascal Meyer durchgesetzt. Pascal, wie ist das Rennen gelaufen? Ja, gut. Ich habe zwar die ganze Zeit gelitten. Der Marcel Bartelet hat mich recht gefordert. Ich habe dann aber in der letzten Runde im Tieraufstieg gesehen, dass er leidet. Ich habe dann gewusst, jetzt muss ich es packen. Ich habe dann angegriffen und konnte durchziehen bis ins Ziel. Die Strecke war sehr schlammig. Wie ist das gelegen? Ja, einerseits ist mir entgegengekommen, weil ich als Querfahrer ein bisschen Vorteil habe und auch als leichter Fahrer nicht so absaufen im Dreck. Andererseits, in der Laufpassage war Marcel mit Abstand stärker als ich. Er konnte immer ein Loch machen. Aber ich konnte es dann eben wieder gut machen, wenn es ein tief geworden ist, wo man gleich fahren konnte. Von dem her ist mir entgegengekommen. Hast du heute auch ein bisschen Heimvorteil gehabt? Weil du hast ja eigentlich das ganze Heimpublikum auf deiner Seite gehabt. Ja, sicher. Ja. Ich bin aber auch sehr nervös geworden wegen dem. Der Chef ist gekommen mit seiner ganzen Familie, meine ganze Familie war auch dabei. Das hat mich schon ein nervös gemacht, aber ich brauche eine gewisse Nervosität. Von dem her konnte ich sicher den Vorteil können nutzen. Ja. Wie geht es jetzt mit dir weiter mit dem EKZ Göb? Fahrst du auf den Leader? Ja, wird schwierig, aber ich hoffe es schon, weil jetzt vom Plan her, vom Kalender, sollte es eigentlich jetzt passen, dass ich alle noch fahren kann. Pascal, danke vielmals für das Gespräch. Bei der Kategorie Overall ist trotz dem Sieg von Pascal Meyer immer noch der Nicola Rohrbach Leader. Von den Herren jetzt zu den Damen. Und zwar hat sich hier Ramona Forcini durchgesetzt. Bei den Frauen war schon nach der ersten Runde alles klar. Die Thurgauerin Ramona Forcini fährt voraus und kann ihre Führungsposition verteidigen. Mit rund 2,5 Minuten fährt sie vor der Leaderin Sabrina Maurer ins Ziel und kann sich als Siegerin feiern lassen. In unserem Porträt berichten wir heute über Alain Bischofsberger. Er ist Leader in der Kategorie Fun 1. Obwohl er bei der Fun fährt, ist das Rennen für ihn nicht nur ein Plausch. Denn er will heute nur eins. Sein blaues Leader-Trikot verteidigen. Für Alain Bischofsberger ist heute in Hitnau ein Heimrennen. Der 33-Jährige kommt von da und kennt die Strecke. Letztes Jahr ist Alain nur bei der Overall gefahren, das Jahr das erste Mal bei der Fun. Trotz der tieferen Kategorie wird es für ihn heute aber auch nicht einfach bei all dem Schlamm. Ja, es ist sehr schwierig zum Fahren. Ich denke, ob der einen Aufstieg muss man rennen und auch wieder abfahren. Das ist brutal rutschig und das Material leidet. Also jetzt muss ich auch vor dem Start noch das Velo putzen. Weil ja, man sieht sich eine Runde, ist alles recht verstopft. Bei seiner Bike-Leidenschaft tatkräftig unterstützt wird der Alain Bischofsberger von seiner Frau Manuela und der kleinen Selina. Weil ohne ihre Hilfe wird es schwierig werden mit Job und Hobby. Ich halte mit allem den Rücken frei, was so anfällt. Sei es das Haushalt, sei das Sachen, wie Zahlungen machen, Posten, die Kleinen sorgen, sodass er eigentlich einen freien Rücken hat. Trotz freiem Rücken steigt beim Alain mit dem Näherkommen vom Start auch die Nervosität. Ja, jetzt bin ich noch nervös. Ja, viele gute Fahrer da, jetzt kribbelt schon brutal. 2, 1, go! Start, Überstart ist erfüllt. Kategorie von 1 ist auf Druck. Die schlammige Strecke zerrt schon gleich mal an den Kräften der Fahrer. Auch der Alain hat zu kämpfen. Er fährt stark. Manuela unterstützt ihn, wo sie kann. Trotz aller Kraftanstrengungen schafft es Alain nicht mehr, den führenden Mario Niederöst einzuholen. Ich bin zufrieden, zweiter Platz. Gegen den Mario hatte ich keine Chance, er ist viel stärker gefahren heute. Vor allem technisch ist er so stark. Dort hat er mir immer wieder ein paar Meter geben und dann irgendwann konnte ich es nicht mehr zufahren. Also Kompliment an ihn, ist super gefahren. Der Alain Bischofsberger, ein fairer Fahrer, der sich auch über einen zweiten Platz freut, als wäre es ein erster. Und sein blaues Leidertrikot übrigens, das darf er auch das nächste Mal wieder anlegen. Natürlich erst, wenn es aus der Wäschmaschine gekommen ist. So viel EKZ Göb Magazin für heute. Ich würde mich freuen, schaltet Sie auch in 3 Wochen am 3. Juli wieder ein. Zur gleichen Zeit, am gleichen Tag. Ade miteinander.
Wenn dir das heisse Stöckli-Bike im Wert von 5'990 Franken gönnen, dann werdet jetzt Fan vom EKZ-Göpp auf Facebook und nehmt bis am 12. September am Wettbewerb teil.